FIFA 17, Folge 137. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, war das mal eine Folge 136? Für mich war das ja eben erst. Für euch war es gestern, glaube ich, je nachdem, wann sie gesendet wird. Aber war das mal eine Folge? Also, so viele Tore und ich weiß auch gar nicht. Also, diese Saison war es mit Sicherheit unser höchster Sieg, wenn ich mich nicht total irre. Ah, nee, gegen Fulham hat man mal. Ach nee, das ist insgesamt. Aber diese Saison müsste es doch. Muss gerade gucken, ob ich es finde. Steht gar nicht dran. Schade, gibt es nicht saisonweise. Schade. Wir haben im Allgemeinen erst zweimal verloren, gell? Das müsste FA Cup gewesen sein und glaube ich dann im Freundschaftsspiel oder irgendwie sowas. Der Wahnsinn. Insgesamt hatten wir den höchsten Sieg mit 5-1. Sind wir mal ehrlich, hätte Rashford den Elfmeter gemacht, und das ist irgendwie auch bezeichnend, hätte Rashford den Elfmeter reingemacht zum 5-0, wäre es der höchste Sieg ever gewesen, seit ich das Let's Play mache. Leider hat er ihn verbolzt. Deswegen war es quasi gleich gut. 5-1, 4-0, das ist ja von der Differenz dasselbe. Also, was ein Spiel. Und vor allen Dingen, mir ist aufgefallen, es war die längste Folge ever, ebenfalls. 41 Minuten oder über 41 Minuten. Es gab noch nie eine Folge, die über 40 Minuten war. Es gab mal eine, die hatte irgendwie 39,5 oder sowas. Eine Wahnsinnsfolge. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, habt ihr was verpasst. Und Roberts hat gespielt und was weiß ich nicht noch alles. Also es hat Spaß gemacht. Ich frage mich auch, ob das Spiel gegen ManU eine Vorentscheidung ist. Denn wir haben jetzt noch 4 Spiele. Es sind insgesamt 38. Das heißt, wir können jetzt noch 3 mal 4, ist klar, oder? Noch 12 Punkte holen. Ja. Manchester United kann, weil das ist, glaube ich, wichtiger, die haben noch ein Spiel weniger, also können sie 15 Punkte holen. Ja. Das heißt, die hätten dann 73, 83. Also sie könnten maximal, wenn ich mich jetzt nicht völlig verzählt habe, 83 Punkte jetzt noch holen aus den letzten 5 Spielen. So. 83 hätten sie dann. Mit einem Sieg hätten wir 83 und sie könnten eben keine 83 mehr holen, sondern nur noch 80, wenn wir sie besiegen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, sollten wir Manchester United jetzt besiegen, ist die Meisterschaft klar. Dann habe ich die Meisterschaft 3 Spieltage vor Schluss bereits in der Tasche. Das hat ja was von Bayern München. Jetzt wird es interessant. Wir schauen mal nach den E-Mails. Pressekonferenz. Ja, ich lobe einfach meine Jungs, das haben sie einfach top gemacht. Was soll ich da sonst auch machen? Training scheint es keins zu geben. Wolf lobt Newcastle United vor Spitzenbegegnung. Ja. Kann man sagen. Ja, gut, was soll ich jetzt noch groß? Oha, 5 E-Mails sind reingerauscht. Nachricht von Spielern. Was meinen Weggang betrifft, Jonjo Shelvey, Trainer. Auch wenn ich in Zukunft bei einem anderen Verein sehe, so möchte ich Ihnen versichern, dass meistens mit diesen Leuten. Boah, du hast ja auch noch 4 Jahre Vertrag, das möchte ich hoffen. De Jong, danke fürs Zuhören und für die Spielzeit. Ich bin jetzt viel glücklicher. Hä? Okay. De Chilio, ich fühle mich ziemlich gut. Bla bla bla, medizinische Abteilung. Naja, ich denke, du wirst spielen, genauso wie Lazar. Und es gibt 2 Scoutings. Wir können ja mal reinschauen, auch wenn es nicht mehr wirklich wichtig ist. Aber wir machen es trotzdem. Sieht nett aus, der Mann. Kann man stehen lassen. Das ist nix. Das ist süß. Das ist nix. Das kann man stehen lassen und das ist auch nix. Die Spanier, das sind ja die ersten Spanier, die da reingerauscht sind. Genau. Und das sind jetzt die Deutschen. Okay. Florian Grüne. Das ist nix. Das ist. Kann man mal stehen lassen. Das ist nix. Und das ist süß. Herbert Groß. Ja, wunderbar. Ist nicht mehr so wichtig, aber der Complete halber kann man das ruhig machen. Und da kommen wir auch direkt zum Topspiel, hätte ich gesagt. Ohne große Umschweife, sonst wird es wieder eine Überlänge-Folge. Das wollen wir jetzt diesmal nicht schon wieder haben. Ich bin gespannt, ganz im Ernst. Ich bin gespannt, was es geben wird. Wie gesagt, wir können die Meisterschaft klar machen.
Ich weiß auch gar nicht, wann Manchester Uniteds letztes Spiel ist. Das kann uns egal sein. Wenn das schon anzeigt, schaut euch das mal an. Das wird auch noch interessant. Also hätte er seinen Elfmeter reingemacht, aber hätte, wäre, wenn, hilft nichts. Hätte er ihn reingemacht, hätte er jetzt Platz 1 mit Costa. Weil das ist noch grabbable, sage ich mal. Ja. Schauen wir mal, was da so abgeht. Eigentlich wollte ich das da haben. Die besten Vorlagen ist auch Rashford, das ist bezeichnend. Und ohne Gegentore. Obwohl, müsste ich ja da eigentlich auch Ding eingeschrieben haben, oder? Ja, sieht man nicht, gell? Schade. Weil Roberts hat das gut gemacht. Er blieb ja auch ohne Gegentor. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau, was sie ihm für eine Note aufgedrückt haben. 7,7. Könnt ihr mal sehen. Wollte ich ihm einfach kredenzen. Sagen wir es mal so. Ja, dann kommen wir direkt zum Spiel. Wenn das kein Topspiel ist, dann weiß ich es auch nicht. Zu Hause sind wir. Wir können es klar machen, Freunde. Wir können es klar machen. Ich würde sagen, wir spielen ganz klassisch. Genauso wie Manchester. Okay. Wenn man so will. Ey, das gibt's doch nicht. Lazar und die Chilios sind immer noch verletzt. Die spielen jetzt, aber das ist mir egal. Ich spiele jetzt mit der Top-Elf. Wenn man so will, spielt Rashford gegen sein altes Team. Ein bisschen müde sind sie. Ich hätte nicht gedacht, dass die Pause so kurz ist. Die Tonios interessieren mich nicht. Ne, ich will mit der Top-11 spielen. Wir können die Meisterschaft clinchen, was soll das? Und Menu ist nicht zu unterschätzen. Weil ich habe auch immer noch die Quest, so nenne ich es jetzt mal, die Null zu halten, was die Niederlagen betrifft. Möchte ich ja nach Möglichkeit vielleicht schon schaffen. Wir nehmen auch das Beste mit, was wir im Repertoire haben. Gibt's auch gar nicht viel zu ändern, hätte ich gesagt. Obwohl hier immer noch Mbemba als Capitano steht. Das habe ich irgendwie wohl falsch eingestellt, was nicht weiter schlimm ist, denn es hat immer Shelvey gemacht. Entweder Saive oder Shelvey. Je nach Aufstellung. Obwohl ich sagen muss, es ist ja eh die falsche. Also wir spielen ja nicht mit zwei Stürmern gegen die Spinner. Wir spielen ja so. Und da ist dann Saive der Captain. Das passt nämlich dann. Und von der Aufstellung ändert sich jetzt nicht so viel. Auch in dem Fall das Beste, was wir haben, hätte ich gesagt. Ja, gibt es eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Und da schauen wir doch mal. Ich bin gespannt. Können wir es klar machen? Kriegt man die erste Niederlage? Wer weiß. Wir werden sehen. Und ihr seid dabei. Live und in Farbe. Also. Let's fets, würde ich sagen. Let's fets. It is time for the match. Martin Tyler here to describe it for you with my good friend Alan Smith. Yeah, hi there, Martin. Walking into the ground today, I just got that feeling it's going to be a really good afternoon. The match today is Newcastle United versus Manchester United. Schiedsrichter ist nicht so geil, aber nicht so schlimm. Ich hoffe, er macht ein bisschen die Aufstellung. Würde mich freuen, damit ich mal weiß, wer da spielt bei denen. Well, they've got some other opportunities, but this is the chance to win a game that will give them the title as champions. Yeah. The last thing you want is for it to drag on, because that's when a bit of doubt can creep in. Ja, er sagt's auch. Heute können wir die Meisterschaft klar machen. Newcastle United's lineup. Gianluigi Donnarumma is the goalkeeper. Mattia De Ciglio starts, he's fit again. Marcus Rashford is the main man up front. Jetzt bin ich gespannt, wie Menu spielt. Pogba habe ich schon gesehen. Das wird nicht einfach. Ist das Griezmann? Achso, den haben sie sich, glaube ich, gekauft, gell? Weil sie ja auch Dinge hergegeben haben. Autsch. They've shuffled their pack today, Manchester United. David De Gea starts in goal. Daley Blind starts with Eric Bailly at the back. Antoine Griezmann Ouch. Plays with Anthony Martial on the flanks. Robert Lewandowski is the main striker today. Ouch! Griezmann, Lewandowski, ouch! Pogba, De Gea, ouchie, ouchie. Boah, da muss ich jetzt aber kurz... also da muss ich eine andere Leistung hinlegen. Lewandowski, Pogba, Griezmann, De Gea... Martial, Ibrahimovic auf der Bank. Ich glaube, ich bin bescheuert. Ja, das wird nicht ohne, aber wir haben sie zumindest auf der Tabelle in ihre Schranken gewiesen.
Und das könnte sicher sein, wird jetzt ein Kampf. Manchester United getting the first half underway. Ich meine, ich nehme auch einen Unentschieden, ganz im Ernst. Warum auch nicht? Die haben ja was zu proven, wir nicht. Und halt kein frühes Gegentor, das wäre Morgan Schneiderlin. Hilfreich. Played down the wing, keeping the wide attack going. Alan, what sort of advice would you be giving to the players to deal with the pressure of going for a title like this? You've been a winner twice. Well, you just try and play the way that you have for most of the campaign, the way that's got you into this position, and just keep your eye on the ball. That's basically the message. Jonjo Shelvey. Ja, es geht die ganze Zeit um die Meisterschaft, was wir schon unterhalten haben. Habt ihr ja vielleicht gehört. Ich habe extra versucht, jetzt nichts zu machen, wo es unterbricht. Das mache ich jetzt auch noch für euch. Ja. Er meinte halt so viel, wie wir halt normal spielen, als wäre es ein normales Spiel. What a performance. Was die jetzt alles labern, dass er einen Hattrick hatte und alles Rashford, ja, macht schon Spaß so. Das mag ich an FIFA. The home team to do the double over their opponents today, Alan. Yeah, they made a statement, Martin, didn't they, with that earlier win on away territory, and it was a really good performance. There goes the cross. Shelby. Ja. Good stop. Hinspiel haben wir wohl gewonnen. Aber da war auch nicht De Gea am Tor. Das erste Mal, dass ich so ein Team mit einer Top-Aufstellung spielen sehe, kommt ja selten vor bei FIFA. Das sollte eigentlich immer so sein. Hat er was für einen Bug, aber ist das auch egal. Kann man pfeifen? Kann man immer noch pfeifen, weil da war die Chance ja eigentlich schon rum. Muss man nicht laufen lassen oder kann man dann immer noch abpfeifen, finde ich. Aber das heißt drum. This is the sort of side with the credentials to win the league. And they're getting themselves in a good position to do that. They are. I mean, they've not been phased at all by being top. Sometimes it can affect teams in a less than positive way, but they look as if they're made for that top ranking. And in the shot go! Hit the bar! Ich trau mich kaum zu schießen, weil ich den Chip nicht unterbrechen will. Until they got that challenge in. Weil das will man ja schon komplett erleben, was die da so schwafeln und alles in so einer Situation. Das war auch ein Lattenknaller, oder? Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Tried to tackle here and he's done that. Aber sowas mache ich dann auch noch, dass ich dann nicht mal schieße, weil ich sage, vielleicht unterbricht er sich dann. Ich will das hören, was er sagt. Ja, lauf halt! Mann! Ich habe jetzt nicht verstanden, warum er nicht läuft. Ich warte die ganze Zeit, dass er zuläuft. Ja, Martial hol ihn nicht ein. Kann ich mir lange warten. Er hat sich noch reingedreht. Ekelhaft. Das war saugefährlich. Der drehte sich noch rein. Der war richtig knapp vorbei. Eklig. Henri Saibe. Ja, dieses. Na, ist klar. Attacking now. Ich würde sagen, dieses zu Null zu halten, also Null Niederlagen, wäre ja schon geil. Es wird mir zwar eh keiner glauben, dass ich nie geladen habe, aber naja, ich weiß es, dass es nicht so. Bam. From that distance, because he's hit it so hard, but the bar comes to his rescue. And that's handball. Referee's seen it. Anscheinend Hand von Kovalenko, keine Ahnung. Wonder what's happening with him and his contract negotiations. It's a bit of a saga. Yeah, it's been dragging on a bit too long, and from the players' point of view and the managers, he'll want to get it sorted out. Interessiert jetzt aber auch keinen mehr groß, was jetzt Shelby da sich überlegt hat. Vor allem, weil er 4 Jahre Vertrag hat, das wird mich so oder so nicht interessieren. Schneiderlin. Ja, so leicht mache ich es dir nicht, also. Wie gesagt, die haben was zu proven, nicht wir. Ich weiß auch gar nicht, ob ein Unentschieden sogar reichen würde für die Meisterschaft. Ich glaube aber nicht, obwohl ich nicht sicher bin. Es kann sogar sein, es würde auch reichen. Ich habe jetzt da nicht so mitgezählt, was das betrifft. And my word, they're passing it well here. Ja, schade. Saw it coming, cut it out. Schlecht gespielt irgendwie. Das war es auch nicht so richtig, was ich wollte.
It's an advantage for Manchester United. Play on, says the ref. And by Manchester United's high standards, this hasn't been a great start. Looking for an opening with some good controlled build-up. Well, this is how this team can play. Sustained attacking football, but when they lose it, as they've done before, now, dass die Schiele just the risk that they might get caught out. Ständig ist er verletzt, der Mann. Here comes the cross. Done well to get it wide. Not done so well Gamepad with the delivery auch from the wide areas. It was a very good effort earlier. Ja, das war knapper, als es aussah, das Ding. Das drehte sich noch so ein bisschen rein. Ja, schubst ihn. Genau, habt ihr gesehen. Zu weit. Aber da hat ihn geschubst im Strafraum, dass er nicht köpfen konnte. Hab ich voll gesehen. Sie kämpfen. Die Newcastle-Leute. Hey, das ist jetzt nicht wahr. Das ist das zweite Pfosten-Ding, sie heute schon. Jetzt habe ich das Pech mit dem Aluminium. Den habe ich schon drin gesehen und glaubt ihr auch. Der war zu platziert, glaube ich. Aber weitermachen hilft ja nichts. Schön gespielt war der. A timely challenge. And Newcastle on the attack. Desilio. Looked very good indeed, but the move has broken down. Fast schon verdient, denn er ist Tor. Also wir spielen nämlich eigentlich besser als die. Oder was meint ihr? Ja, spiel doch. Ich hatte doch vorher schon drauf gedrückt. Menschenskind. Well, the opposing coach would be delighted. Stop Lewandowski shooting would be one of the messages, and they've been able to do that pretty much so far. Well, if you don't shoot, you don't score, and he just hasn't had the courage perhaps to let fly enough. Ich weiß echt nicht, ob ein Unentschieden reichen würde für die Meisterschaft. Kann gut sein. Ich glaube sogar ja, aber sicher bin ich nicht. Der Schilio. Henri Saibe. Mhm. He does read the game well, this lad. Griezmann. Griezmann. Ich glaube, ich bin bescheuert. Ganz ehrlich. There's going to be 3 minutes added on. Attack building for Manchester United. Die haben aber auch Spieler hergegeben. Also, sie haben halt das Geld wieder investiert. Komm nicht an den Ball. Ja, ist schon ein Top-Spiel. They're not at the moment in position to clinch the league title today. Well, they'll just want to stay on the right course. They've done pretty well so far. And leave the celebrations for another day. Believe it or not, it is level at half-time. How on earth has that happened, Alan Smith? Well, at this level of football, you've got to take your chances, and they just haven't done it, have they? Also sagt gerade, es wird nicht reichen, um die Meisterschaft zu clinchen. Keine Ahnung. Das ist aber auch nicht mein Ziel gerade. Ich denke jetzt von Spieltag zu Spieltag. Ich will halt einfach jetzt mal... Ich wollte sagen, ich will jetzt halt einfach mal nicht verlieren gegen die. Die Tür nicht wieder öffnen, oder wie man sagen will. Now they've got a chance in this part of the pitch. Good play, but they've lost the ball now. Und die Tür zulassen. Well, one goal would do it. Ja, wow. Ja, die haben schon ein bisschen Druck jetzt, die Manchester United-Spieler. Die wollen schon ein bisschen was reißen. Griezmann. Haben sie da bezahlt? Lewandowski. Was für ein Sturmduo. Ouchi. Da kann ich einstecken. Mit Rashford und Mitrovic. Und trotzdem sind wir vorne. Fast ein bisschen wie in Wirklichkeit. In Wirklichkeit hat Manchester United nämlich auch nichts gerissen, so insofern. Ja, das war... Leider ein Pass zu viel, glaube ich. Manchester City ist in Wirklichkeit ja mit 100 Punkten Meister geworden. Absolut crazy. 100 Punkte. Die haben, glaube ich, zwei Niederlagen gehabt und ich glaube 32 Mal gewonnen oder so. 100 Punkte. Der nächstbeste war Man U mit, glaube ich, irgendwas mit 82 oder so. Total krank.
Well, he's been in the game, hasn't he? That's the best we can say for him. But not everything he's tried has come off. Newcastle, their man fouled. Well, a real treat in store auch noch for nicht you. Einfach. Coverage on EA Sports of the Premier League fixture. Newcastle United, they'll be facing Leicester City. Oder anders gesagt, auch nicht einfach, auch noch nicht gewonnen. Get excited about it, and I am as well. Obwohl sie keinen Jamie Vardy mehr haben, den haben sie ja nach Chelsea. Und der hat da auch nicht mehr wirklich gespielt. Ich glaube, der hat in meinem Spielstand die Karriere schon beendet, oder ich weiß auch nicht. Ja, aber wo spiele ich jetzt hin? Das bietet sich keiner wirklich an. Kovalenko. Moving forward again. And Newcastle United. Ah, ich fand's nicht mal, dass es ein Freistoß war, muss ich gestehen. Ich fand's ein faires Tackling eigentlich. What about Manchester United? Ach du Schande. Yeah, they're playing Chelsea in the next match. And I think haben sie auch noch nicht gewonnen. Also es sieht nach Meisterschaft für mich aus. Martial raus. Mkhitaryan rein. Das sehe ich sogar ohne, dass ich seinen Namen lese. Wird es auch nicht einfacher dadurch. Defender to it first. Came in with the challenge and the ball broke free. Now Bailey. Shots on here. He's blocked the shot. Ja, die machen das schon gut, also ich komme nicht zu viel. That's deflected behind. It will be a corner. Well, we're two-thirds of the way through the 90 minutes. Half an hour to schade, go. Der Torwart kam nicht richtig raus, das war eine Chance. Wenn ich überlege, dass ich schon ans Aluminium gebrettert habe. Aber das sollte ich halt nicht überlegen. Good forward play from them. Just working away to try and find an opening. Cross comes in now. Da war nichts. Schade. Das Dribbling oben war gut, aber der Pass war nichts. Danny Blind. Ja, hat er geblockt. Ich habe überlegt, ob ich noch einen einwechseln soll. Die Frage ist, was? Ich bin der Meinung, die sind zufrieden mit dem Punkt. And in goes the cross. Schade. Naja, ist kein Flankengeber. Damian. Jetzt komme ich gerade aber auch nicht mehr richtig an die Pille. Mal kurz drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht noch irgendwas bringen soll. Tavares ist ziemlich müde. Vielleicht kann ich noch Richie bringen oder so. Das wäre vielleicht noch eine Maßnahme. Warum nicht? Beim Rest bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Man könnte vielleicht noch Mitrovic für Rashford. Der scheint jetzt auch zu pumpen. Ich weiß es nicht. Und De Jong vielleicht noch für Kovalenko. Aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ich will jetzt nicht noch einen kassieren. Das muss nicht sein. Jonjo Shelvey. It's a change in personnel for Newcastle via the bench. There's Shilio. Okay. And this is going to be a throw. I think the coach will be considering his options on the bench. Er ist auch immer für ein Tor gut. Just a quick check on the clock and there are 20 minutes to go. Noch 20 Minuten. Mata. It's good movement. They're getting forward here, Manchester United. Trying to find an opening, not panicking. Great passage of passing play there. Kann ich mal einen Ball haben? Newcastle go in and get the ball back. Jonjo Shelvey. He's coming forward with some danger. Ich versuche schon alles da oben. Full width of the pitch here to make some progress. On the cross blocked well by the defender. A substitution and it's Manchester United to make it. Na, da fällt jetzt Tichilio, das haben sie gesehen. Stopped emphatically and just as well. War nicht ungefährlich gewesen. Hallo, Geschmarrn. Very encouraging. Now Bailey. Komm, gib nochmal Gas, ein bisschen Power müsstest du noch haben. This attack has got a bit of menace to it.
Ja, ich dachte, ich spiele kurz. Aber hat auch nicht geklappt. Ja, jetzt will es gerade nicht so richtig. Also jetzt bin ich auch mehr am Halten, habe ich gerade das Gefühl. Luke Shaw ist aber, glaube ich, ein Abwehrspieler, oder? Aber der auch, ja. Beides, glaube ich, Innenverteidiger. Ich überlege, ich könnte eigentlich auch noch. Es sind noch 8 Minuten. Rashford pumpt. Nicht, dass er sich noch was tut. Machen wir mal Mitrovic. Und, boah. Ja, weiß ich nicht. Machen wir mal den Move hier. Vielleicht ist das noch. Vielleicht bringt das noch irgendwas ein. Ja, okay. So ist, glaube ich, ganz gut. Auch die Defensive noch ein bisschen stärken. Yeah, we're going to get the change. I wonder whether the referee was going to allow it now, but he is. And they're taking off a performer who's been pretty ordinary, really, in an ordinary display by his team. They've still got a chance of winning the game, of course. Yeah, the match was meandering towards a draw, but the manager clearly is not happy with that and wants to put on something to change it. Well, they're attacking here. Might be a chance for Newcastle. So. A, spielen die richtig gut. B, bin ich auch so ein bisschen gehemmt irgendwie. Also ich spiele da nicht frei auf gerade, weil ich einfach... Ah, bisschen nervös bin ich schon irgendwie, ich weiß auch nicht. Weil so kurz vor Schluss kein Eintor halt... Alles klar. Einen Unterschied machen. Und das muss irgendwie jetzt auch nicht sein, dass ich hier noch irgendwie was kriege. Unnötig wäre das. Manchester United's change. Aber die drücken schon jetzt auf meine Spieler. Ihr seht ja, ich komme kaum irgendwie, ja, kaum zum Luftholen. Es klappt aber auch nichts. Also es ist, ich weiß auch nicht. Ärgert mich. Schön gemacht von Kolberg. Ja, da wollte ich nicht hin. Ich wollte eigentlich dahin, genau. Oh mein Gott, das wäre die Meisterschaft gewesen. Oh mein Gott, her. Und dann trudelt er noch so rum hier. Und faustet er noch weg? So ein Hexer. Ja, den hätte er vielleicht öfters spielen lassen sollen. Und nicht so rumeiern. Okay. Meinst du? Sind jetzt eher die kleineren, die reinkommen. Ich denke, nach der Ecke ist auch du. Oh, ein Dender. You've been saying all along, Alan, get it done as quickly as possible in terms of winning the league title. It was a chance to do that today, but there will be other opportunities. They're still very well placed for that. Yeah, that's the key point, isn't it? They can't be too disappointed. More games to see them over the line, and they've got to move forward now. Schwierig, dazu was zu sagen, ehrlich. Also ich bin... Wenn man das ganze Spiel sieht, nicht unzufrieden. Also in der ersten Halbzeit hatte ich meine Chancen. Ich denke da an den Pfostenknaller. Der war also... Den habe ich schon drin gesehen. Also von der ersten Halbzeit her gesehen, hätte ich mir einen Sieg gewünscht. Von beiden Halbzeiten zusammen gesehen, bin ich an sich zufrieden. Es waren auch zwei Pfostenpraller. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Nee, natürlich nicht. Den eigentlichen zeigen sie natürlich nicht. Oder ist das der vielleicht? Doch, der ist es. War er noch dran oder warum heißt es Parade? Wahrscheinlich war er mit den Fingerspitzen noch dran. Ja, es ist natürlich daher gesehen. Dann können wir die Parade auch noch sehen. Manu hatte aber gar keine Chance in dem Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Es war also ein typisches Topspiel. Das ist oft so. Ihr kennt das. Aber ja, die Null steht halt weiter. Mir ist das irgendwie auch wichtig. Aber wenn man die Stats sieht, hätte man eigentlich gewinnen müssen. Okay. Aber ich bin nicht unzufrieden irgendwie. Ich bin nicht unzufrieden. Nö. Die Schilio Man of the Match und das als Verletzter. Also ich bin nicht unzufrieden. Also uns hat das mehr geholfen als Menu. Das muss man einfach so sagen. Ganz klar. Also das muss man einfach so sagen. Und so langsam bin ich auch der Meinung, was wollen die jetzt noch großartig reißen oder dagegen gehen? Also das ist...
nahezu gegessen, würde ich sagen. Also, ne? Selbst wenn sie ihr letztes Spiel jetzt, also dieses Nachholspiel jetzt gewinnen, was soll das? Dann haben sie 72. Sind sie 9 Punkte weg. Ein Punkt reicht uns jetzt noch. Ja. Aus den letzten 3 Spielen. Ne? Unentschieden reicht uns und wir sind Meister. Egal, was sie tun. Also Manchester, das ist, ja, brauchen wir nicht reden, oder? Aber trotzdem, es war irgendwie, trotzdem war es spannend, dieses Top-Spiel, fand ich. Ich hoffe, es hat euch aufgefallen. Es sind jetzt noch 3 Spiele. Das nächste Spiel ist gegen Leicester City. Haben wir auch noch nicht gewonnen. Und da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin, tschüss.